So, dann werden wir heute mal die Kabel nicht da wimmen. Da haben wir die Kisteln aus, einer links, einer rechts. Jan, tragst du mal einen Brocken ein. Ich sehe, du hast ordentliche Schuhe haben. Die Handschuhe passen auch. Ein Hirtel auf für den Sonne. Und dann werden wir es loslassen. Da haben wir unsere Erntehilfsmittel. Das sind unsere Kisteneisen, damit wir können leichter die Kisteln ziehen. Die werden auf der unteren Seite eingekakelt. Und danach gehen wir mit dem Kistel zur Reihe zu. Und wir bleiben allem unter dem Kistel stehen. Schau, da ist ein Schadel. Das Schadel braucht man natürlich, die Weimer anzuschneiden. Und eigentlich das Gefährlichste, was passieren kann, ist eben, dass man sich selber in die Finger reinschneidet. So, und dann fangen wir an wimmen. Heben die Hand unter dem Weimer. Du wischst das Weimer nie beim Stängel oben, weil zusammen kann es passieren, dass man sich leicht einschneidet. Und wenn wir sie in der Hand haben, dann tun wir sie in der Kiste rein. Wichtig ist auch die Haltung, dass man nicht zu viel sich buckt. Deswegen haben wir das Eisen da und können wir schön grad das Kistel nachziehen. Versucht man so grad wie möglich zu stehen. Und eben allem wichtig, dass man sich nicht in die Finger reinschneidet, allem die Traube läuft unten. Und dann nimmst du das Kistel und das Eisen und gehst auf die andere Seite um. Ja, pass auf, da müssen wir uns ein bisschen verschieben. Du musst ein Brocken weit reingehen, weil wenn wir nebeneinander wimmen, dann kann man sich leicht in die Finger schneiden. Deswegen okay. Später, du gehst einen Meter weiter vier. Sehr gut. Beim Aulegen müssen wir eben aufpassen wegen Kreuz, dass man das Kreuz nicht zu viel beansprucht. Deswegen beim Umziehen schon in die Knie gehen und vorne aufheben, schön in die Knie gehen und schön gerade aufheben. Und danach werden wir es in der Kiste einladen. Okay. Ja, warte. Beim Ausladen, dass es nicht so viel in den Kreuz geht, lassen wir das Kistel da umgehen und dann laden wir es schön ein. So geht's gut. Da haben wir auf dem Traktor ja einen Erste-Hilfe-Koffer auch mit. Solltest du da wert sein oder reinschneiden, dann haben wir eben alles mit, was wir so brauchen. Desinfektionszeug, Pflasterlein und Verbandszeug. Aber wir hoffen, dass wir es nicht brauchen. Ja, jetzt ist Halbmittag. Jetzt machen wir Pause. Ja. Gehen uns die Hände waschen und ein Wasser trinken. Und auf Klo kann man auch gehen. Gut. Da ist das Trägel, anzuwaschen, saften. Oben das Papier, die anzudrücken. Da weiß ein Kinder da ein frisches Wasser auf. Können wir etwas trinken. So, Stefan, jetzt gehen wir um in den Rhein. Bei den Kabernet Bergeln nehmen wir zwei Schießlein mit. Du fährst mir noch mit dem Traktor. Traktor fahren kannst du ja, Führerschein hast. Ja. Dann lassen wir es los.
Ja, Stefan, jetzt sind wir hier in Hang, in steilem Gelände, deswegen brauchen wir ordentliche Schuhe. Und da die Weimrause zu führen, brauchen wir einen Rauper. Deswegen, wenn mit dem Rauper zu fahren, müssen wir eben die Sicherheitsschuhe anhaben. Die sind wir schön an. Schau da, Stefan, da kriegst du die Schießel, ja, und das Schadel. Eben, und da, wie man bei der Bergel, brauchen wir eben die Schießel dazu. Die Schaufeln, weil sie uns ja da herunten im Weg sein, wenn wir mit dem Rauper danach müssen auflegen, stellen wir dabei da oben auf. Ja. Und danach können wir eigentlich gleich anfangen, Schießel unterheben und die Weimer schauen, dass sie in der Schießel reinfallen. Aha. Da können wir uns mindestens nicht in die Finger reinschneiden, weil wir die Schießel darunter heben müssen. Okay. Und danach laden wir die Weimer in die Kiste rein. Ja, so Stefan, da können wir jetzt das Kistel der Wieschen langsam anziehen. Und danach, sobald es da in der Waage ist, kannst du es leider wieschen und dann stellen wir es da in den Raub rein. Dann probierst du das nächste und dann fahren wir raus und lernen sie aus. So. So, beim Ausladen nehmen wir die Kisten zu zweit. Wenn wir hier wieder rausgelangen müssen, dann können wir sie leider so drüber rausdrehen und einlassen. Jetzt tun wir die Schaufeln noch. Das ist noch waschen da, dass wir alles sauber sind für morgen. Ich verabschiede mich noch, sehen wir uns morgen in der Früh wieder. Ja. Und die fahren in der Kellerei. Ja, geht gut.